Ich begrüße Sie ganz herzlich im Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM, namens der Direktorin Shalini Randeria, die heute Abend leider verhindert ist. Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist ein besonderer Tag wegen gestern. Gestern haben 16 Folterüberlebende aus Syrien Strafanzeige in Österreich gestellt. Und wir haben heute eine Podiumsdiskussion zu diesem Thema. Bevor ich jetzt weiter fortfahre, übergebe ich kurz das Wort an meinen Kollegen, damit er eine Ansage wegen der Übersetzung macht. Bitte schön. Vielen herzlichen Dank. Für jene, die Arabisch sprechen, hören Sie der Arabisch-Dolmetschung bitte auf Kanal 2 zu, der Deutschen auf Kanal 1. Dankeschön. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie können sich vorstellen, dass in dieser Frage der Folterüberlebenden und der juristischen Ahndung solcher schwerster Menschheitsverbrechen, und zwar nicht im nationalen, sondern in einem internationalen und in einem transnationalen Kontext, Fragen von politischer Bedeutung, von großer juristischer Komplexität verborgen sind. Erlauben Sie mir aber, dass ich vielleicht, ich bin Rechtshistoriker an der Universität Wien und Permanent Fellow hier im Haus, dass ich ein paar Worte zu den großen Erzähllinien verliere, die man damit verbinden kann und verbunden muss. Es ist eine Neuigkeit und Neuigkeiten sind immer aufregend, denn es geht darum, schwerste Menschheitsverbrechen zu ahnden. Das ist ein mühsamer, historisch außerordentlich kurvenreicher Weg gewesen, bis hierher zu kommen und versuchen, noch weiter zu gehen. Es geht um Verrechtlichung, wie der Jurist sagt. Es geht darum, Unrecht, schwerste Verletzungen nicht mehr einfach hinzunehmen und sie moralisch anzuprangern, sondern Täterinnen und Täter auch juristisch zur Rechenschaft zu ziehen. Es geht darum, die Strafrechtspflege, die über Jahrtausende hinweg in nationalem Rahmen stattfand, zu internationalisieren, transnationale Komponenten mit einzubringen. Das IWM hat unter vielfältigen Aspekten als eine Institution besondere Interessen an diesen Fragen. Wir haben Schwerpunkte hier im Haus zu den Menschenrechten, zu Völkerrecht, zu transnationalen Fragen der europäischen Geschichte, die darauf hinauslaufen, zu wissen, wer wir sind und wer wir eigentlich sein wollen, wenn wir über solche Dinge reden. Und deswegen sind wir ganz besonders gerne Gastgeber dieser Veranstaltung heute. Diese Ahndung von schwersten Menschenrechtsverletzungen, von Folter, wirft zahllose Probleme auf. Wir werden darüber heute in hoffentlich angemessener Weise in der kurzen Zeit, die dafür zur Verfügung steht, reden. Sie werden erfahren, was Sie ohnehin schon wissen, aber vielleicht in viel größerer Anschaulichkeit, nämlich, dass diese Probleme erstens juristischer Art sind und zweitens, dass sie von großer tatsächlicher Komplexität sind. Also der Nachweis von Menschenrechtsverletzungen, die Identifikation von Tätern, die Beweissicherung stellen uns vor ganz besonders große Herausforderungen. Es ist insofern ein großer, ein mutiger, ein wichtiger Schritt, den das Center for the Enforcement of Human Rights International und andere damit verbundene Aktivisten unternommen haben. Wir werden darüber im Einzelnen heute Abend noch viel hören. Erlauben Sie mir vielleicht noch einige Worte als Universitätslehrer dazu zu sprechen. Diese Entwicklungen sollten angemessenerweise auch Teil einer zukunftsweisenden Juristenausbildung sein, die sich internationalisiert, die grenzüberschreitende Perspektiven wahrnimmt. Und es ist irgendwie ein merkwürdiger und ein schöner Zufall,
dass meine Studenten vor genau einer Woche eine Klausur geschrieben haben. Ich wusste überhaupt noch nichts über diese Kooperation, als ich diese Klausur gestellt habe, die sich nämlich damit beschäftigt, dass es Videodatenbanken gibt, die diese Menschenrechtsverletzungen versuchen, dauerhaft aufzuzeichnen und von dort aus Zurechenbarkeit und Identifikation von Täterinnen und Tätern und auch ihre strafrechtliche Verantwortung zu ermöglichen. Sie werden heute Abend Trauriges, Bedrückendes hören. Das muss uns allen bewusst sein. Wir sollten aber vielleicht doch die Tatsache überhaupt, dass eine solche Veranstaltung stattfindet, als ein Zeichen der Hoffnung sehen, dass nämlich juristische Zurechnung möglich ist, dass Strafverfolgung stattfinden kann unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen, dass wir insofern eine Art Fortschrittsnarrativ Ihnen anbieten werden. Im vergangenen Jahr fand in der Friedrich-Ebert-Stiftung in Deutschland auch eine Veranstaltung mit einem Anwalt, mit einem syrischen Anwalt Anwar al-Buni, den Sie heute Abend hier auch auf dem Podium haben, statt und mit weiteren Vertretern. Und die Vertreterin der Friedrich-Ebert-Stiftung sagt, es sei eine der hoffnungsvollsten Veranstaltungen gewesen, die man in Bezug auf Syrien in dieser Institution gehabt hat. Man kann den Syrien-Konflikt oder man will ihn nicht insgesamt lösen, das ist unrealistisch, aber die Aktivitäten der Menschenrechtsanwälte sind eine große Hoffnung und umso mehr freuen wir uns, dass das heute Abend hier im Haus stattfindet. Ich übergebe nun das Wort an Wolfgang Petritsch. Er ist nicht nur Vorstandsmitglied des IWM, sondern er ist auch im Center for the Enforcement of Human Rights International aktiv. Vielen Dank, Professor Wetsch. Ich glaube, ich sollte jetzt am Beginn gleich anknüpfen an meine jüngste Funktion sozusagen hier als Mitglied des Vorstandes im IWM tätig zu sein, wo wir versuchen, und dazu vielleicht ein kurzer Rückblick in die Geschichte des Instituts für die Wissenschaft von Menschen, die ja vor circa 35, 36 Jahren in der Mitte des Kalten Krieges begonnen hat und die damals eben versucht hat, dieses Institut, das damals versucht hat, eine Brücke zu bilden und diesen eisernen Vorhang sozusagen gleichsam intellektuell auch zu überwinden. Und nach dem Ende des Kalten Krieges ist es dann übergegangen in die Beobachtung und Verfolgung und Kommentierung und Analyse der Transitionsprozesse in Osteuropa. Während jetzt auch mit der neuen Führung seit 3 Jahren der Versuch unternommen wird, sozusagen der Globalisierung Rechnung zu tragen, die sehr viele der Fragen, die wir heute auch besprechen werden, betreffen. Und ich glaube, das ist auch der Übergang zu unserer heutigen Veranstaltung, wo es ja auch darum geht, Verbrechen, die in einem Staat begangen werden, Kriegsverbrechen, die da überschwappen, wo plötzlich im Schrebergarten Österreich festgestellt wird, dass es so etwas wie eine Außenwelt gibt, dass es Kriege gibt, die vor unserer Haustüre stattfinden, geografisch gesehen, im Nahen Osten, in Syrien in dem konkreten Fall, wir uns aber immer noch hinter unseren Zäunen verstecken und meinen, damit nichts zu tun haben zu müssen und zu wollen. Dass dem nicht so ist, haben wir 2015 mit der Asyl- und Migrationskrise erlebt. Ich glaube, das war ein Weckruf, der nicht immer in die richtige politische Richtung gegangen ist, aber der dennoch darauf hinweist, wie sehr wir Teil dieser Globalisierung, im Guten wie im Schlechten natürlich auch sind. Und darum geht es auch, wenn wir versuchen, mit diesem Prinzip der Universal Jurisdiction hier auch einen Zusammenhang herzustellen zwischen nationalen Verbrechen und universeller Ahndung. Dass man eben auch Verbrechen, die in Syrien begangen worden sind, Folterungen und so weiter, Tötungen, massenweise Tötungen, Verfolgungen, eben auch in Österreich verfolgen kann. Das ist der Zweck dieser Initiative.
Und das halte ich für besonders wichtig, in dem Zusammenhang zu betonen, dass wir nicht nur Zuseher sind, dass wir das nicht nur kommentieren können, wie natürlich gerade im IWM das die Hauptverantwortung und Hauptaufgabe ist, sich intellektuell mit den Fragen der Welt auseinanderzusetzen. Und insofern ist diese Veranstaltung sicher etwas Besonderes. Professor Wetsch hat das ja schon betont, dass hier eben sehr wohl der Schritt von bloß intellektuell-akademisch hin zu einer sehr praktischen, sehr konkreten Wirklichkeit, schrecklichen Wirklichkeit eben getan wird und was man dagegen machen kann. Eben durch, würde ich sagen mal, durch die Globalisierung des Rechtes. Zum Zweiten bin ich hier sehr stark auch persönlich betroffen, muss ich sagen. Ich habe in meiner früheren Tätigkeit in ehemaligen Jugoslawien, in den Kriegen und in der Nachkriegszeit mich sehr intensiv damit auseinandersetzen müssen, sehr praktisch auseinandersetzen müssen. In Bosnien zum Beispiel, wo das Jugoslawien-Tribunal sozusagen als externe Stelle, als Tribunal versucht hat, Gerechtigkeit zu bringen. Wir wissen natürlich, dass Kriege Fakten schaffen, die irreversibel sind. So sind die ethnischen Vertreibungen, viele Dinge, die dort geschehen sind, irreversibel. Alles aber dennoch gegen die Hoffnung sozusagen, Hope against Hope, muss man hier versuchen, etwas dagegen zu unternehmen. Womöglich noch dramatischer ist die Situation in Syrien und womöglich noch notwendiger oder zumindest ebenso notwendig ist es eben auch dort jetzt Schritte, sehr konkrete Schritte zu unternehmen. Ich habe damals bemerkt in Bosnien bei meiner Arbeit und auch im Kosovo, wie sehr Gerechtigkeit im Zentrum des Denkens und Fühlens und des Begehrens der Menschen steht. Der Versuch allein schon, den Versuch zu unternehmen, Gerechtigkeit zu bringen, zu versuchen, das zu machen, wird bereits von den Opfern und Überlebenden als etwas sehr Positives gesehen. Ich glaube, das sollte uns wirklich auch, das ist das Prinzip Hoffnung, das auch Professor Wetsch hier angesprochen hat, das mir sehr, sehr wichtig erscheint. Neben dem Jugoslawien-Tribunal, und es geht ja immer darum, dass man letzten Endes auch die eigene Gesellschaft, in der und der Staat, in dem das Verbrechen und die Verbrechen passiert sind, dass man dort wiederum zur Rechtsstaatlichkeit gelangt oder überhaupt erstmals vielleicht auch zur Rechtsstaatlichkeit gelangt. Und da ist es auch, das war auch Teil meiner Aufgabe und da habe ich auch eine sehr persönliche Beziehung dazu, die Notwendigkeit bestanden, dass wir dort einen Staatsgerichtshof begründen mussten. Und wir haben dem Staatsgerichtshof als eine von zwei Hauptaufgaben die Verfolgung von Kriegsverbrechen gegeben. Es läuft jetzt an, sozusagen, dass man jetzt eben versucht, nicht nur von außen her Gerechtigkeit zu sozusagen hineinzubringen in ein Krisenland und in eine Kriegs- und Nachkriegssituation, sondern dass man auch dazu übergeht, die Menschen selbst an ihre Verantwortung zu erinnern, Regierungen, die Justiz dazu zu bringen, dass sie tatsächlich im Namen der Regierung oder der Vorgängerregierung begangene Verbrechen auch dann aufnimmt. Eine wesentliche Sache in dem ganzen Zusammenhang hier sehe ich auch darin, und dafür steht die Chifra Srebrenica, dass man dieser Genozid, der dort begangen worden ist, dass man dort, und das war eine weitere Aufgabe, die ich dort zu erfüllen hatte, einen Erinnerungsraum schafft, weil für Menschen, es geht auch darum, dass man sich irgendwo in Würde erinnern kann an die schrecklichen Verbrechen, die da passiert worden sind. Soweit ist man Syrien natürlich noch nicht, das wissen wir. Es ist eher die Situation politisch gesehen aussichtsloser, als sie jemals gewesen ist. Wenn man jetzt daran denkt, dass man dort etwas Neues, eine neue Regierung, neue politische Kräfte eigentlich hineinbringen sollte oder ursprünglich auch wollte. Aber ich glaube, man sollte jedenfalls nicht aufgeben und jeden Versuch unternehmen, damit dort letzten Endes in Syrien auch irgendeinmal Gerechtigkeit eintreten wird. Dazu brauchen wir den langen Atem, dazu brauchen wir auch eine Solidarität, die wir gerade mit dem geplagten syrischen Volk damit auch verbinden. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Ich möchte jetzt noch meinen
nachfolgenden Sprecher einführen, Professor Hannes Tretter. Er ist zwar das jüngste Mitglied von CERI, 3 Wochen oder so in etwa, war auch schon bei der Gründung dabei und es ist jetzt eines der jüngsten Mitglieder, aber vor allem ist Professor Tretter einer der renommiertesten Menschenrechtsexperten und auch Aktivisten, und darüber wird er jetzt etwas sagen. Bitte. Vielen Dank, Wolfgang, für die freundlichen Worte. Du hast das Stichwort geliefert. Als Manfred Nowak und ich 1992 das Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte gegründet haben in Wien und an die Universität Wien auch angebunden haben und wir 1993 die Weltmenschenrechtskonferenz in Wien hatten, sind wir auch in dieser Zeit mit der Tragödie des Völkermordes, der ethnischen Vertreibungen im ehemaligen Jugoslawien konfrontiert worden. Und es war für uns eine emotionale Herausforderung, die wir versucht haben, rational umzusetzen, uns mit dieser Tragödie zu beschäftigen. Und es ist uns in dieser Zeit gelungen. Und damit möchte ich den Bogen auch für die heutige Veranstaltung herstellen. Es ist uns gelungen, dass wir fast 1000 Vertriebene aus der nordostbosnischen Provinz Zvornik, die nach Österreich vertrieben wurden, in Korridorzügen, die in Österreich Zuflucht gefunden haben und Asyl bekommen haben, dass wir die interviewen konnten und auf diese Art und Weise erstens einmal Fakten dokumentieren konnten, was bei diesen ethnischen Vertreibungen an Verbrechen gegen die Menschlichkeit passiert ist, und auch die Systematik dieser ethnischen Vertreibungen dokumentieren und analysieren konnten, was zu einer Zusammenarbeit mit dem dann die Arbeit aufnehmenden Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien geführt hat. Wir haben auch einen analytischen Report schreiben können für den damaligen Chef der vom UNO-Sicherheitsrat eingesetzten Sonderkommission zur Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen im ehemaligen Bosnien-Sheriff Basuni. Und wir haben also gesehen, dass es möglich ist, durch die Dokumentation der Fälle der Menschen den Opfern und den Zeugen, Zeuginnen eine Stimme gebend, dass wir beitragen konnten dazu, diese Fälle für eine internationale Strafverfolgung aufzubereiten. Die Zusammenarbeit mit dem ICTY in Den Haag hat bis 1998 gedauert. Und in der Folge haben wir dann auch Kontakt bekommen mit Wolfgang Kalik und seinem ECCHR. Und haben gesehen, wie wichtig diese Aufgabe ist, der sich dieses Institut stellt und dieses Center auch nach wie vor stellt. Und als Boltzmann-Institut war es uns auch immer ein großes Anliegen, ein Bindeglied zwischen der akademischen Forschung und der Praxis zu sein. Auch heute sind wir das noch. Wir führen vielfältige EU-Projekte beispielsweise durch, wo es genau darum geht, das akademische Wissen für die Praxis zur Verfügung zu stellen. Und daher war es dann angesichts der Tragödie und der massiven Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in Syrien und im Irak begangen wurden und auch nach wie vor begangen werden, für uns ein enormes Anliegen, mal nachzudenken, was wir auch in Wien, auch in Österreich, in Zusammenarbeit mit dem Center in Berlin, was wir hier leisten können, um internationale Strafgerichtsbarkeit in die Wege zu führen. Weil der ICC, der International Criminal Court, nicht zuständig ist, leider derzeit, für die Verfolgung dieser Verbrechen, weil es an erstens mal Syrien und Irak, die das Statut nicht ratifiziert haben, und auch der UNO-Sicherheitsrat angesichts des Vetos Russlands und wahrscheinlich auch Chinas die Zuständigkeit des ICC nicht begründen würden, sodass die einzige Möglichkeit besteht, diesen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begegnen, sie aufzuarbeiten, sie zu verfolgen, die nationale Rechtsordnung ist. Die Rechtsordnung in Österreich, in Deutschland, in Schweden, Frankreich haben wir schon jetzt erfahren, dass Verfahren auf die Beine gebracht werden konnten, initiiert werden konnten. Und insoweit bin ich Wolfgang Kalik sehr dankbar für die großartige Arbeit, die er und sein Team geleistet hat. Und möchte jetzt dann auch überleiten zur Podiumsdiskussion und dem Team vom
Wiener SERI, Center for Enforcement of Human Rights International, und hier insbesondere also dem Team zu danken und dem Mastermind von Tatjana Wittek und Jana Messerschmidt, Julia Kolba und andere, die hier mitgewirkt haben, um die Strafanzeigen auf den Weg zu bringen, die gestern eingereicht werden konnten. Und wer dieses fast 120 Seiten starke Dokument sieht, kann sich vorstellen, welche enorme Arbeit dahinter steckt, alle die Fakten zusammenzutragen und auch die rechtliche Argumentation punktgenau und schlagkräftig auszuformulieren. In dem Sinn, herzlichen Dank allen, und ich darf jetzt an die Moderatorin des heutigen Abends des Podiums, Frau Krause, übergeben, und ich glaube, wir sind alle schon gespannt auf die Ausführungen. Dankeschön. Vielen Dank. Und bevor wir mit dem Podium beginnen, möchte ich noch Mazen Derwish herzlich willkommen heißen. Er ist vom Syrian Center for Media and Freedom of Speech. Er ist Journalist und Jurist und maßgeblich dafür verantwortlich, dass jetzt diese Fälle hier in Europa aufgearbeitet werden können. Bitte, Herr Derwish. Shukran jazilan. أنا راح أحكي بالعربي. Das ist mein zweiter Besuch hier in Österreich. Und ich werde euch eine kurze Geschichte erzählen über meinen ersten Besuch hier, der 2016 stattgefunden hat. Damals hatte ich die Ehre, die Frau Doris kennenzulernen und Alfred Fredo und mehrere Journalisten kennenzulernen. Und zu dieser Zeit hat Österreich auch eine eigene Krise durchlebt auf politischer Ebene. Und ich habe Ihnen damals gesagt, dass da eine Problematik bestanden hat in der Wahl, wen Sie da gewählt haben als Präsidenten. Und vielleicht können wir da helfen. Ich habe damals Frau Buris vorgeschlagen. Damals fanden in Wien Präsidentschaftswahlen statt und es gab Schwierigkeiten, soweit ich gehört habe. Und so habe ich Frau Buris vorgeschlagen, wir haben einen Präsidenten, den wir nicht brauchen. Vielleicht kann man ihn euch als Geschenk geben. Frau Buris hat gelacht, hat gesagt, ja, sie wird darüber nachdenken. Nur wer wünscht sich schon einen Verbrecher als Präsidenten, um das Land zu regieren? Ich glaube, die Menschen hat bereits erfahren, beziehungsweise auch erlebt, was diktatorische Systeme ausrichten können, was Verbrecher als Präsidenten ausrichten können. Nur nach mehr als 70 Jahren der Stabilität, der Ruhe und Sicherheit in Europa, glaube ich auch, dass die Menschen hier vielleicht vergessen haben, was es bedeutet, unter einem Diktator zu leben oder einem diktatorischen System zu leben, leider. Doch Syrien ist nicht so weit weg, wie sich manche vielleicht vorstellen. Professor Wolfgang sprach über Globalisierung. Syrien ist ein Teil Europas. Was heute in Syrien passiert, hat direkten Einfluss auf jeden Menschen auf der ganzen Welt, auf jeden Menschen, besonders hier in Europa. Denn es wurden Chemiewaffen oder der Einsatz von Chemiewaffen gegen Zivilisten in Syrien erlaubt, beziehungsweise es wurden die Augen davor verschlossen. Ganz ähnlich wie damals in Großbritannien, und erinnern wir uns, wie auch in Großbritannien Chemiewaffen eingesetzt wurden, um Säuberungsaktionen durchzuführen. Wir befinden uns heute alle in Gefahr, diktatorischen Systemen zum Opfer zu fallen, selbst wenn ein Land noch Demokratie leben mag. Deswegen glaube ich, ist Gerechtigkeit, ist strafrechtliche Verfolgung ein Mechanismus, eine Möglichkeit, die uns
die wir hier haben, die wir hier in Österreich haben, die Sie hier in Europa haben. Ich kann jedes Jahr nach Österreich kommen, doch heute empfinde ich meinen Besuch anders. Ich empfinde meinen Besuch hier als Besuch bei Freunden. Ich empfinde nicht, dass ich hier in einem Land bin, dessen Regierung den Krieg in Syrien genützt hat, beziehungsweise die Krise in Syrien genützt hat, um ihre eigenen Vorteile zu verfolgen, beziehungsweise eigene Interessen zur Verfolgung. Nein, ich habe heute hier gehört, dass es Österreich ein Anliegen ist, jene Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Wir brauchen diesen Weg. Denn wir sind auch Partner, Partner Europas, Partner Österreichs im Kampf gegen den Terrorismus. Was heute hier passiert, was gestern hier passiert ist, ohne Rechenschaft, gibt es keine Zukunft. Es gibt keine Zukunft für die nächsten Generationen. Und es gibt keine Sicherheit, keine Stabilität für die Jugend. Man würde die Jugend in solchen Fällen geradezu zu Radikalität zwängen, sie zu Extremisten in die Hände jagen. Das heißt, Gerechtigkeit ist jene Basis, die uns heute bzw. auch unsere Jugend, die nächste Generation, davor bewahrt, zu einsamen Wölfen zu werden, die Rache nehmen wollen. Ich würde heute gerne nach Syrien zurückgehen, nur ich frage mich, wie kann ich nach Syrien zurückgehen? Ich kann nur zurückgehen, wenn ich mich dort sicher fühle. Ich habe Folter durchlebt, ich habe gesehen, wie jeden Tag Menschen umkommen, wie Menschen getötet werden, wie Menschen gefoltert werden. Ich war dort im Gefängnis. Wie kann ich heute nur auch im Entferntesten daran denken, dass ich meine Familie, meine Frau, meine Kinder nehme und wieder in dieses Land zurückkehre? Ich kann mich doch nicht neuerlich dieser Unterdrückung bzw. dieser Verfolgung aussetzen, um dann selbst zu einem Bild jener Bilder Cäsars zu werden. Deswegen geht es um Rechenschaft, es geht um Verfolgung der Täter. Und wir hörten vor kurzem einen hohen General, Sahreddin, der den Syrern im Ausland gesagt hat, ziemlich unverblümt gesagt hat, wir würden euch nicht empfehlen, zurückzukommen. Nur um zurückzukehren, ist es notwendig, ist das, was heute in Österreich passiert, sehr wichtig. Es ist das, was heute in Österreich passiert, unumgänglich. Ich möchte nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Nur ich möchte noch darauf hinweisen, dass es uns nicht gelungen wäre, den Weg der Rechenschaft zu beschreiten, ohne den Mut der Opfer, ohne den Mut der Zeugen. Es ist nicht einfach, diesen Schritt zu machen. Es ist nicht einfach, auszusagen. Diese Menschen müssen annehmen, dass sie nicht nur während ihrer Aussage das, was sie durchlebt haben, neuerlich erleben, sondern dass sie eventuell eines Tages dazu gezwungen werden, in dieses Land zurückzukehren, dass sie dort nochmals Verfolgung ausgesetzt werden. Ich möchte diesen Menschen, den Zeugen, den Opfern sehr herzlich danken. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich auch bei allen Rechtsanwälten, die uns unterstützt haben, bei dem SCLSR, bei dem CEHRE, bei dem ECCHR, denn auch das Bruno-Kreisky-Forum wäre stolz auf Sie. Vielen herzlichen Dank. Wir werden jetzt gleich mit dem Panel weitermachen. Ich werde die Gäste einzeln begrüßen und Sie werden dann ein kurzes Statement abgeben. Ganz auf der von Ihnen aus gesehen linken Seite sitzt Anwar Al-Buni. Er ist Jurist und Rechtsanwalt. Er arbeitet in dem Syrian Center for Legal Researches and Studies. Und er ist auch, so wie Herr Derwisch, der gerade gesprochen hat, ein wichtiger Kontakt zu Zeugen. Er hat auch in Syrien schon mehrere politische Gefangene vertreten
Und ich möchte ihn gern fragen, was es bedeutet, dass dieses Thema in Österreich und in Europa aufgenommen wurde. Ich möchte mich herzlich bei allen Organisatoren bedanken. Ich darf mich ganz, ganz herzlich beim IBM bedanken, bei dem Zentrum für internationale Durchsetzung der Menschenrechte, wie auch bei dem Europäischen Zentrum für Verfassungsrecht und Menschenrechte. Ich danke Ihnen aus ganzem Herzen, aus tiefstem Herzen. Wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, so ist Gerechtigkeit meiner Meinung nach das wichtigste Recht der Menschenrechte. Ohne Gerechtigkeit haben alle anderen Rechte keinen Wert. Denn diese Rechte, die anderen Menschenrechte, können nur durch Gerechtigkeit bewahrt werden, geschützt werden, den Menschen gegeben werden. Ohne Gerechtigkeit gibt es keine Menschenrechte, es gibt keine Umsetzung der Menschenrechte. Die Gerechtigkeit ist der höchste Wert, an dem wir festhalten müssen. Deswegen ist es sehr wichtig für uns als Syrer und als Menschenrechtsaktivisten, sind diese Momente hier in Österreich sehr wichtig, nicht nur hier in Österreich, sondern davor auch in Deutschland, in Frankreich. Es war sehr wichtig, diesen Weg zu beschreiten, den Weg der Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit greifbar zu machen. Unser Ziel ist nicht nur Syrien, es ist der Aufbau eines demokratischen Staates. Und ein demokratischer Staat kann nur aufgebaut werden, wenn das Volk, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt, dass ihnen ihre Rechte gewahrt werden. Ohne Gerechtigkeit gibt es kein Leben. Die Gerechtigkeit ist ein Wert, den man nicht teilen kann, den man nicht auf der einen Seite der Erde umsetzen kann und auf der anderen nicht. Das wäre Rassismus, das wäre Diffamierung. Deswegen glaube ich, dass eine Nichtachtung der Gerechtigkeit in einem Teil der Erde nur dazu führt, dass sie auch in anderen Teilen der Erde bald nicht mehr existieren wird. Was wir heute in Syrien erleben, beziehungsweise was uns so weit gebracht hat, ist, dass wir in Syrien lange keine Gerechtigkeit haben. Wir haben damals, wir erlebten ja was und hörten, was in Ruanda passierte zum Beispiel. Auch dort gab es keine Gerechtigkeit. Aber wir nahmen das nicht wirklich ernst. Wir nahmen das als Worte, wir hörten davon, nur setzten nichts um. Dann kam der Irak, dann kam Afghanistan, heute ist es Syrien und es ist nicht abzusehen, wo die Gerechtigkeit als nächstes untergraben wird. Heute kann es sein, dass jedes Land auf der ganzen Welt dort Verbrechen ausgeübt werden und die Gerechtigkeit nicht respektiert wird, wenn ihr Wert nicht mehr existiert. Deswegen all diese Schritte, die wir gemeinsam unternommen haben, mit all diesen Partnern, diesen Unterstützern, ist die Rückgabe des Respekts für diese Gerechtigkeit und das nicht nur für Syrien. Und ich sage das nicht, weil ich Syrien bin, sondern das Herausstreichen der Gerechtigkeit für die gesamten Menschen, damit das, was heute in Syrien passiert, sich woanders wiederholt, damit sich diese Verbrechen, diese Massaker, dieser Genozid, der heute in Syrien passiert, nicht woanders geschieht. Doch warum
konzentrierten wir uns auf Verhaftungen, auf Folter. Es gibt tausende Verbrechen in Syrien, die heute passieren. Seien es die Fassbomben, seien es Kinder, die getötet werden, seien es die Zerstörung der Infrastruktur. Doch Verhaftungen, Folter, Tötung unter Folter ist das leichteste Verbrechen für den Täter. Denn die Täter, wie wir heute sehen, können Tausende, Hunderttausende töten, ohne zur Verantwortung gezogen zu werden, ohne dass überhaupt darüber gesprochen wird. Deswegen ist dieses Verbrechen das schlimmste Verbrechen, denn es findet in der Dunkelheit statt, es findet in dunklen Ecken statt, es findet versteckt statt, ohne dass man es sieht. Man sieht Fassbomben, aber ohne den Bildern von Caesar, die aus Syrien hinausgeschmuggelt wurden. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, lassen Sie mich Ihnen sagen. Hätte die Welt niemals von diesen Gräueltaten erfahren, die in den Haftanstalten, in den Zellen der Gefängnisse in Syrien passieren. Wir möchten alle Menschen, die nächsten Generationen, sei es hier in Europa oder an anderen Orten der Welt, in anderen Staaten der Welt, dass so etwas passiert. Dazu ist es notwendig, dass wir zusammenhalten, dass wir uns zusammen, dass wir zusammenarbeiten, dass wir zusammen aufschreien und dass die Stimmen jener, die in den Haftanstalten umgekommen sind, die unter Folter umgekommen sind, dass die Stimmen jener Menschen hörbar werden. Diese Menschen sind täglich umgekommen. Sie wurden täglich getötet. Sie waren erst Opfer von Folter. Lassen Sie uns diesen Schrei in die Welt tragen. Lassen Sie uns laut gemeinsam schreien. Lassen Sie uns diese Nachrichten in die Welt tragen. Und ich würde mir wünschen, hierfür mehr Unterstützung und weitere Unterstützung zu erhalten. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Alboni. Herr Alboni wünscht sich mehr Unterstützung. Ich denke, das ist der eigentliche Aufruf dieser gesamten Initiative. Herr Alboni hat vorher die Caesar-Files erwähnt, vielleicht kurz zur Erklärung, wer das nicht kennt. Ein ehemaliges Mitglied der Militärpolizei hat Tonnen von Bildmaterial, also bitte? 20.000 Bilder aus Foltergefängnissen und anderen Einrichtungen aus Syrien herausgeschmuggelt und die zur Verfügung gestellt zur Strafverfolgung, also als Beweismaterial für zukünftige Strafverfolgung. Das sind diese Caesar-Files. Als nächstes möchte ich Herrn Adal Rafai, am Panel begrüßen. Es war schon sehr emotional, was Herr Alboni gesagt hat. Wir haben vorher vom Mut der Opfer gehört, die ihr Erlebtes ihr wieder erzählen. Hanad al-Refai ist Lehrerin, Mathematik und Englisch. Sie ist Aktivistin für Menschenrechte und war selbst politische Gefangene in Syrien monatelang. Vielleicht kann uns Frau El-Refai einen Einblick geben, was es bedeutet für jemanden, der das durchgemacht hat, dass man vielleicht doch auf einem anderen Weg zur Gerechtigkeit kommt, wenn es schon der syrische Staat nicht zulässt. Ich bin eine syrische Frau. Und eine von tausenden Frauen, die von Freiheit geträumt haben, von einer Demokratie geträumt haben. Und nur die Tatsache, dass wir an diesen Protesten und an diesen Kämpfen teilgenommen haben, kann sich niemand vorstellen, es kann niemand dieses Gefühl nachempfinden, als jemand, der in diese Folter durchlebt hat. Wir wurden behandelt, als wären wir Tiere. Das ist die simpelste Erklärung und die simpelste Darstellung von dem, was uns zugestoßen ist. Wir wurden geschlagen, wir wurden gedemütigt, wir wurden herablassend angesprochen.
Besuche waren verboten, alles war verboten. Wir hatten keine Rechte in diesen Haftanstalten. Ich bin eine von jenen, die das Glück hatten, dass ich herausgekommen bin. Aber ich habe viele Freundinnen, viele andere Frauen zurückgelassen. Ich habe viele Männer zurücklassen müssen. Und viele von diesen sind ein, zwei Tage später, von jenen, die herausgekommen sind, wieder ins Gefängnis gekommen. Von 2011 bis heute habe ich bei vielen Initiativen, bei vielen Projekten teilgenommen, bei vielen Organisationen mitgeholfen, bei Protesten teilgenommen. Aber man hat nicht das Gefühl, dass da etwas passiert, dass da jemand etwas tut. Und wenn, dann ist das nur etwas so Geringes, etwas, was man fast nicht sehen kann. Dass man nicht weiß, dass da wirklich Leichen um einen herum gelegen haben. Ich bin eine von diesen Menschen. Heute habe ich Hoffnung, dass es über den Rechtsweg Hoffnung gibt, dass Bashar al-Assad, dass er tatsächlich als seine Verbrechen zur Rechenschaft ablegen muss. Und dass diejenigen, die diese Verbrechen begangen haben, bloß selbst Opfer sind, weil sie Teile dieses Systems waren. Dass Menschen in diesen Haftanstalten getötet werden. Wenn sie 50 oder hunderte Personen und Leichen übereinander legen. Wir sind Menschen. Sie hat einen Bruder, der Richter Erdogan Humet. Und ich habe selbst diese Folteropfer gesehen. Mein Bruder selbst, der Richter ist. Ich hätte mir gewünscht, dass er erschossen würde. Ich hätte mir gewünscht, dass er durch die chemischen Waffen gestorben wäre. Irgendeine Waffe zum Opfer gefallen wäre, aber nein. Er war einer derjenigen, die diesen Foltern zum Opfer gefallen sind. Weil er ist ein großer Richter, er war jemand, der einen Status hatte, er war jemand in der Gesellschaft. Und das alles hat er verloren in dieser Haftanstalt. Und meine Hoffnung ist, dass sich die Welt bewegt, dass etwas passiert, dass meine Mutter das Gefühl bekommt, dass sie das Gefühl gewinnt, dass da Gerechtigkeit besteht, dass die Menschen zu ihren Rechten kommen. Und auch meine Söhne sind dieser Folter zum Opfer gefallen. Und tausende andere sind auch Opfer dieser Folter gewesen. Und vielen Dank. Vielen Dank, Kanada. Wir haben jetzt gehört, wie wichtig es ist, Gerechtigkeit zu erfahren. Die juristische Aufarbeitung hilft dabei, dass Opfer und Menschen, die Folter erlebt haben oder Menschen durch Folter verloren haben, ihr Trauma aufarbeiten können. An meiner Seite sitzt Wolfgang Kalleck. Er ist Gründer und Generalsekretär vom ECCHR, von dem European Center for Constitutional Human Rights. Entschuldigung, von dem wir ja schon gehört haben. Und auch er ist, so wie Herr Derwisch übrigens, Bruno Kreisky-Preisträger, voilà, der Österreich-Bezug. Ich möchte gerne wissen, wie realistisch ist es, dass da tatsächlich jemand belangt werden kann in Europa, so weit weg von dort, wo die Taten passiert sind oder immer noch passieren? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, hier und heute zu sprechen und auch mal das andere Österreich zu erleben, weil im Moment ist Österreich eher ein Menetekel für uns. Wir befürchten, so zu werden wie Österreich. Ja, weil wir haben ja nur auch gerade mit der AfD eine politische Formation, die nicht gerade für Gerechtigkeit und erst recht nicht für globale Gerechtigkeit und erst recht nicht für die Überwindung von nationalistischem Denken und Handeln steht. Ich erlaube mir, inspiriert auch durch die Worte meiner Freunde Masin und Anwar, zunächst mal darüber zu reden, dass Gerechtigkeit und globale Gerechtigkeit natürlich mehr bedeutet und dass wir es uns nicht so einfach machen sollten, nur mit dem Finger auf die Wilden aus Syrien zu zeigen, die sich die Köpfe einschlagen und dass wir dann als Retter auftreten und sagen, wir bringen denen mal bei, was Gerechtigkeit ist und wie Gerechtigkeit funktioniert ist. Dazu haben die Europäer
nie recht, schon deswegen, weil immer noch die Folgen des kolonialen Unrechts gerade in einer Region wie Syrien zu besichtigen sind, weil die Folgen verheerenden Wirtschaftens und eines unfairen Weltwirtschaftssystems in allen Teilen der Welt zu besichtigen sind und weil nicht zuletzt die Syrer auch an den Folgen eines komplett unmenschlichen und in Teilen rechtswidrigen Migrationssystems in Europa zu leiden haben. Also werden wir über Gerechtigkeit reden, wer es ernst meint, zeigt nicht mit dem Finger auf andere, sondern wir müssen Gerechtigkeit sozusagen auf allen Ebenen hier, dort, überall durchsetzen. Das heißt natürlich nicht, dass wir so eine zynische Einstellung vertreten und sagen, naja, also die machen das, wo kann man denn heute noch irgendwas machen? Nein, natürlich gibt es hier in unseren Ländern, in Österreich, in Deutschland, in Frankreich, noch genügend Möglichkeiten, auch juristische Foren tatsächlich für Gerechtigkeit einzustehen. Und dafür steht die Gruppe, die sich hier irgendwie versammelt hat. Und das ist schon auch nochmal von großer Bedeutung, weil 2015, bevor wir mit Anwar und Mazen und ihren Gruppen und der ganzen Exil-Community zusammengearbeitet haben, sah das Bild anders aus. Da haben Strafverfolger in Europa mal hier einen ISIS-Jungen erwischt, der mit Fotos von enthaupteten Menschen zurückgekommen ist und sich gebrüstet hat. Schlimm genug, mag er vor Gericht gestellt werden. Wir haben dort einen Anhänger der Al-Nusra-Front gehabt, der an Folterungen beteiligt war. Schlimm genug, mag er vor Gericht gestellt werden. Wir haben aber nicht das waren opportunistische Strafverfolgungsbemühungen, die genau auch in das Spiel passten der menschenrechtsverletzende Regime, die sehr wohl bereit sind zu sagen, ja, es hat ein paar Irrtümer gegeben, es hat ein paar Rechtsüberschreitungen gegeben, wir werden da einschreiten. Die sind sehr wohl bereit, niedrigrangige Täter auch zu opfern, wenn es dazu dient, ihren eigenen Apparat vor Strafverfolgung zu schützen. Und da hatten wir das Glück, und das müssen wir jetzt auch ausnutzen, dass in diesem Sommer der Migration tatsächlich auch einige Köpfe eben der syrischen Opposition wie Mazen und Anwar gekommen sind und wir gemeinsam mit denen einen Ansatz entwickeln konnten, nämlich zu sagen, klar, mögen wer auch immer sich hier aufhält, mag er vor Gericht gestellt werden, da haben wir ja gar nichts gegen, das ist auch richtig so, wegen welches Verbrechens auch immer, aber wichtig ist, dass diese gut ausgerüsteten Strafverfolgungsapparate aus Westeuropa sich tatsächlich den höchsten Verantwortlichen widmen und dass sie versuchen nachzuvollziehen, wie diese Folterapparate funktionieren. Und das ist übrigens dann nicht nur eine Lektion über Syrien, sondern das ist auch eine Lektion über den Einsatz von Folter insgesamt. Das, was in Syrien passiert, passiert in der Region überall. In Bahrain, in Jemen, überall wird gefoltert. Das sind zum Teil Verbündete des Westens und vor 10 bis 12 Jahren waren es sogar die westlichen Streitkräfte selber, nämlich die Briten und die US-Amerikaner, die in Irak massiv gefoltert haben, die sich aber im Übrigen auch dafür verantworten müssen. Vor diversen juristischen Foren, wie zum Beispiel übermorgen wieder vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wo tatsächlich auch wieder das CIA Extraordinary Rendition Programm, das Entführungsprogramm für Terrorismusverdächtige beurteilt wird. In Syrien ist es jetzt so, dass wir es immerhin geschafft haben, in eine Serie von großen Strafanzeigen in Frankreich, in Deutschland und jetzt in Österreich zu erstatten, wo wir versuchen wollen, und in Deutschland hat es auch schon funktioniert, in Teilen auch in Frankreich, die Strafverfolgungsbehörden sollen so wie in Nürnberg, und das ist natürlich der historische Referenzpunkt, Nürnberg ist der historische Referenzpunkt, weil da hat man die Eliten der Nazi-Gesellschaft vor Gericht gestellt. Das waren mitnichten nur die Hitler und seine Konsorten, sondern nein, das waren auch die Wehrmacht, das waren auch die Wirtschaftsbosse, alle, die dieses System aufrecht gehalten haben. Und diesen Ansatz müssen unsere Strafverfolger heute beherzigen und sich dieses syrischen Systems annehmen. Und in Teilen ist es eben auch schon passiert und wir hoffen, dass es jetzt demnächst auch in Österreich passiert. Das bedeutet zum einen, dass natürlich die Zeugen, die Betroffenen gehört werden und berichten, was eigentlich ihnen am eigenen Leib zugestoßen ist. Das bedeutet, dass diese sehr umfangreiche Dokumentation ausgewertet wird. Syrien ist eines der besten
schlimmsten dokumentierten Verbrechen der letzten Jahrzehnte. Und es bedeutet eben auch, dass man Leute ins Visier nimmt, die möglicherweise nicht heute und auch nicht morgen nach Europa reisen werden, aber vielleicht übermorgen oder überübermorgen. Es bedeutet auch eine Botschaft. Es bedeutet eine Botschaft, dass welche Art von Friedensschluss jetzt auch immer mit Assad stattfinden wird, es bedeutet, dass wir keine Ruhe geben werden, weil ohne Gerechtigkeit kann es keinen dauerhaften Frieden geben. Das heißt also, solange diese Folterschergen dort an der Macht sind, wird es keinen dauerhaften Frieden geben. Und das ist eine Botschaft, die muss übermittelt werden. Und die kann nur dann übermittelt werden, wenn man tatsächlich versucht zu verstehen, wie dieses System funktioniert und wenn man sich einzelne Funktionsträger versucht herauszugreifen. Und da hat allerdings die jüngste Vergangenheit tatsächlich einige positive Beispiele hervorgebracht. Dieses Jahr jährt sich der 20. Geburtstag der Verhaftung von Augusto Pinochet. Der war auch einer von den Unberührbaren, von den Untouchables, die geglaubt haben, mir passiert nie was. Und es hat ihn dann erwischt am 16. Oktober 1998 in London. Und es waren nicht Regierungsorganisationen, die das maßgeblich vorangetrieben haben. Seitdem hat sich die Menschenrechtsbewegung sehr transnationalisiert, hat ihre Mittel professionalisiert. Und im Grunde genommen sind wir im Moment in der Lage, in allen möglichen Situationen weltweit sowas anzustoßen. Wir sind natürlich darauf angewiesen, dass die Strafverfolgungsapparate der jeweiligen Länder, unterstützt auch von den Gesellschaften, dieses Anliegen tatsächlich mitbetreiben, als ihr eigenes betrachten und mit unterstützen, damit wir dann dem Ziel globale Gerechtigkeit ein kleines Stück näher kommen. Vielen Dank, Herr Kalik. Last but not least möchte ich Frau Tatjana Urdaneta-Wittek vorstellen. Sie ist von CERI, von dem Center for the Enforcement of Human Rights International, und war federführend für die Strafanzeige, hat federführend die Strafanzeige ausgearbeitet, gemeinsam mit ihren Kollegen. Die gestern in Österreich eingebracht wurde. Vielleicht können Sie kurz darüber sprechen, über die Strafanzeige. Und was mich interessieren würde, ist, wie es auch weitergeht, was die nächsten Steps sind. Gut. Ja, vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte zunächst einleitend festhalten, dass ich an der Strafanzeige gearbeitet habe mit Jana Messerschmidt, Julia Kolder und Patrick Krucker und Lili Kater. Wir haben intensiv daran gearbeitet in den letzten Tagen, Wochen, Monaten. Wir haben zum ersten Mal Opfer kennengelernt vor circa einem Jahr. Seitdem arbeiten wir daran. Wir leben hier in Österreich Tür an Tür mit den Opfern. Wir sehen zu, dass ihnen keine Gerechtigkeit widerfährt. Wir haben in Österreich juristische Mittel, die es ermöglichen, die schwersten Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufzuarbeiten, Beweise zu sichern, bis hin eben ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Wir haben hier die Möglichkeiten, die Staatsanwaltschaft dahingehend zu unterstützen, dass ein internationaler Haftbefehl erlassen wird. Das ist unsere konkrete Arbeit, die wir weiterverfolgen werden. Es kommen täglich neue Zeugen dazu. Wir sind hier in Österreich dazu verpflichtet, der weltweiten Straflosigkeit der syrischen Verbrechen Einhalt zu gebieten mit all unseren Kräften, um auch hier vor Ort Frieden zu schaffen und zu erhalten, um zum weltweiten Frieden beizutragen. Also es ist zum einen für die Opfer selber von großer Wichtigkeit, es ist für die Weltgemeinschaft von großer Wichtigkeit, es hat eine Signalwirkung, dass Menschenrechte für den sozialen Frieden elementar sind, dass diese einzuhalten sind. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mal darauf hinweisen, dass die rechtliche Aufarbeitung auch wichtig ist für die Opfer selber, ganz persönlich, für die Bewältigung des unbeschreiblichen Leides, das sie erleiden mussten, erlitten haben. Die Folter in Syrien mir fehlen die Worte, um es zu beschreiben, es hat ein Ausmaß, das alles Vorstellbare überschreitet. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch Professor Wenzel vorstellen, der eben die Befundung für die Opfer, die wir betreuen, vornimmt, sprich die Beweisführung herstellt zwischen den Folterhandlungen und den Folgen, und möchte ihn bitten, kurz dazu ein paar Worte. Ich möchte das vielleicht nur ganz kurz und
unterstützen, was bereits gesagt wurde. Ich habe also als medizinischer Direktor im Weltverband der Folterbehandlungszentren, den es leider geben muss noch, und im Weltverband für Psychiatrie sehr lange gearbeitet. Ich habe die Übersicht und deswegen, wir sind alle überzeugt in diesen Organisationen, dass die Gewalt in Syrien gestoppt werden muss, insbesondere die Folter durch das Assad-Regime. Das ist ein zentraler Punkt, warum Folter ist auch deswegen verboten, weil es so schwere körperliche, psychische Langzeitfolgen hat. Es zerstört natürlich die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft, die Rule of Law, aber es hat auch schwerste Folgen für die Betroffenen und für ihre Familienangehörigen. Wir wissen inzwischen, die Zweit-Drittgenerationseffekte, auch scheinbar nur psychologisches, schweres Leiden, was oft von Behörden in Frage gestellt wird, hat schwere körperliche Folgen. Wir wissen zum Beispiel von ganz anderen Situationen, wenn man länger unbehandelte Schlafstörungen hat, verkürzt das Lebenserwartung um 10 Jahre. Und die meisten Folteropfer, sie werden kaum jemanden finden, der nicht schwere Schlafstörungen hat. Also es betrifft immer das Gesamtsystem Mensch, das jetzt eine Reihe von Dingen braucht, die ganz wichtig sind. Das eine ist Schutz, ja, wenn wir die Leute wieder abschieben, was derzeit Österreich zunehmend macht, was auch in EU-Ländern wieder passiert wird, dann erhalten sie keinen Schutz, obwohl das von der UN-Konvention gegen Folter in Artikel 3 ganz klar festgelegt ist. Dieser Schutz ist zentral und darf nicht in Frage gestellt werden. Ich habe syrische Opfer, die dann im Transit gefoltert worden sind, zum Beispiel in Bulgarien, und dort keinen Schutz erhalten haben, wo sie hingeflüchtet sind. Also auch dorthin darf man nicht abschieben. Wir müssen wirklich für Opfer und Betroffene, besonders aus Syrien, ein sicherer Schutz sein. Das Zweite ist natürlich die medizinische und psychologische Behandlung. In Österreich geht sehr viel davon, Gott sei Dank, wenn man einmal angekommen ist, über die Krankenkasse. Oft braucht man es über Jahrzehnte. Und diese Behandlung muss sichergestellt sein, weil das Leiden auch für die Familie sonst sehr groß ist. In anderen Ländern liegen die Opfer auf der Straße in Europa. Ja, also sie haben keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung, damit keinen Zugang zur Behandlung, obwohl es auch ganz klar in der UN-Konvention gegen Folter eindeutig vorgesehen ist. Und der dritte Punkt, der wichtig ist, und das ist der Fokus des heutigen Tages und dieses sehr wichtigen Projekts, ist zu dem, was man auch sagt, Therapeutic Justice. Sehr viele Opfer, wir haben das in vielen Ländern gesehen, ich war zum Beispiel Gutachter im Inter-American Court on Human Rights, wo es um die Verurteilung um Fujimori ging, die dann auch funktioniert hat mit medizinischen Beweisen. Das ganz Wichtige ist, die Opfer wollen Klärung, sie wollen festgestellt haben, was ist wirklich passiert, sie wollen, dass festgestellt wird, dass es nicht wieder passieren kann, sie wollen eine Anerkennung haben, sie wollen Respekt haben, sie wollen einen Schutz vor Impunity haben, dass die Täter nicht weiter straflos herumlaufen. Wenn ich zum Beispiel einen Patienten behandle, der in Omaska im Konzentrationslager gefoltert wurde, das ist ein serbisches Lager, und der geht dann über die Straße und kann seine Familie nicht ernähren, weil er so vollständig am Boden zerstört ist und nicht arbeitsfähig ist und fühlt sich daher schuldig, und dann sieht er den Täter über die Straße gehen und aus dem Mercedes aussteigen. Ja. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, was Impunity, was die Straflosigkeit bedeutet, und wir wissen, wie zentral es ist. Auch der Europäische Gerichtshof wurde angesprochen. Sie wissen, es gab ein Urteil gegen die Türkei, wo einfach das Nicht-Aktivwerden der Klärung der verschwundenen zypriotischen Opfer mit einer in dem Fall finanziellen Entschädigung von 30 Millionen Euro anerkannt wurde. Also auch die Familienmitglieder müssen berücksichtigt werden, auch die Überlebenden, wenn in der Familie Menschen von Folter umgebracht wurden. Auch das müssen wir berücksichtigen, das wird zunehmend wahrgenommen, und natürlich geht es hier nicht nur um die finanzielle Entschädigung, aber das ist eine symbolische Anerkennung der Grundprinzipien der UN-Konvention gegen Folter. Deswegen finden wir das Projekt so extrem wichtig, und wir hoffen, dass das noch wesentlich ausgeweitet wird. Vielen Dank, Herr Wenzel. Eine kurze Nachfrage noch, Frau Wittek. Sie haben gesagt, dass die Möglichkeit eines internationalen Haftbefehls oder dass die Hoffnung auf einen internationalen Haftbefehl besteht gegen diese 24 Tatverdächtigen. Gibt es da einen zeitlichen Rahmen, in dem Sie sich vorstellen, dass der kommen könnte, oder sich erhoffen, wann der kommen könnte? Morgen. Das wäre toll, weil es kann ja sehr lange dauern, wie wir wissen, die Strafverfolgung international. Wir werden alles tun, um das Verfahren zu beschleunigen. Ja, danke. Herr Kalex, Sie haben vorher gesagt, durch diese Strafanzeige hier und auch die in Deutschland, ich glaube in Schweden und in Frankreich gibt es auch ähnliche Bemühungen,
hochrangige Mitglieder der aktuellen syrischen Regierung zur Verantwortung gezogen werden sollen. Wie sieht es dann denn mit dem obersten Verantwortlichen aus? Wie kann man, ist das eine Möglichkeit, um wirklich an Bashar al-Assad heranzukommen oder? Ja, vielleicht. Morgen, übermorgen, also ist nicht ausgeschlossen. Also wir lassen uns nicht sozusagen in solche, als wir in Deutschland Anzeige gegen Donald Rumsfeld, den Verteidigungsminister von Bush, der jetzt heute hochgelobt wird, wieder erstattet haben, hieß es, wann geht der an Bush ran? Ja, machen wir vielleicht, aber irgendwo müssen wir anfangen. Wir haben jetzt die Geheimdienstchef, also der erste Name, der dort in der Anzeige figuriert, ist Ali Mamluk. Das ist der Chef eines der wichtigsten Geheimdienste. Und da denken wir, das ist mal so die richtige, das ist die richtige Augenhöhe, auch für Strafverfolger, um nicht zu sagen, ja, bei dem Assad gibt es dann nämlich das Problem von Immunität. Das ist leider so, das ist nicht meine Doktrin, aber nach geltender völkerrechtlichen Doktrin oder nach der herrschenden Auslegung ist der halt vor Strafverfolgung jedenfalls vor nationalen Gerichten geschützt. Warum sollen wir uns auf sowas einlassen? Warum sollen wir uns auf Diskussionen einlassen, ob der das alles weiß? Weil wir argumentieren natürlich mit der Figur der vorgesetzten Verantwortlichkeit. Das heißt, wir wollen Leute ins Visier nehmen, von denen klar ist, dass sie diese Apparate beherrscht haben, dass sie wissen, was da passiert. Und klar, natürlich ist immer das Problem, je höher man rangeht, desto schwieriger wird dann letztlich der Nachweis. Und eins ist klar, uns geht es auch nicht nur um Symbolik. Natürlich ist damit auch eine kommunikative Botschaft verbunden mit dem, was wir machen. Aber das ist juristisch schon alles hardcore richtig. Ja, also die können jetzt, wenn die wollen, die können aufgrund der Grundlage des Materials, was wir jetzt in Österreich an richtigen Strafverfolgern übermittelt haben, die können morgen anfangen. Ja. Und wir wollen nicht, dass die ihre Zeit damit vertun, um solche Fragen, wollen wir uns jetzt dann irgendwie möglicherweise torpedieren, wir damit Friedensverhandlungen oder sonst was? Oder nein, Immunität, nein, haben wir jetzt kein Problem. Aber die Botschaft an Leute wie Assad ist auch klar und die verstehen es auch. Und das wird natürlich dann schon ein Problem an irgendeinem Punkt. Wenn der nämlich abtritt, ist der nicht mehr geschützt durch Immunität. Ist der auch nicht mehr, weiß er auch, dass er Probleme haben wird, in der Welt herumzureisen. Das ist sozusagen eine Geschichte, wo man natürlich sich zum Teil jedenfalls den Vorwurf anhören muss, torpedieren wir damit sozusagen Friedensverhandlungen, weil die Leute sich an der Macht festhalten, weil sie keine andere Möglichkeit mehr haben, irgendwie in ein friedliches Leben zu führen. Wir glauben nein. Natürlich ist ein Frieden, der Frieden auch ein kurzfristiger Frieden wichtig, aber es muss klar sein, es gibt eben letztlich keinen Frieden ohne Gerechtigkeit. Und wir haben genügend Beispiele, Fujimori wurde gerade genannt, Videla aus Argentinien, Pinochet, ganz viele, die vorher auch an oberster Stelle waren, sind auch im Nachhinein, mussten sich auch verantworten. Wir haben jetzt mit denen angefangen, weil wir glauben, dass mit den Militär- und mit den Geheimdienstchefs dieses System der Folter irgendwie am besten zu fassen ist. Das sollte auch kein Vorwurf sein. Nein, habe ich auch nicht so aufgepasst. Können Sie vielleicht ganz kurz skizzieren, wie weit in Deutschland das Verfahren schon fortgeschritten ist? Weil ich glaube, da gibt es ja auch eigene Teams, die im Justizministerium, glaube ich, und bei der Polizei, die da schon arbeiten an den Ermittlungen. Ist das richtig? Also wir wünschen uns natürlich, dass anlässlich dieser fehlenden, scheinbar im Moment unzusammenhängenden Ermittlungen zu verschiedenen Situationen in Syrien, dass sich daraus etwas Europäisches entwickelt. Weil nur so kriegt das die nötige Durchschlagskraft. Wir wissen, internationale Gerichte, UN-Gerichte wird es nicht geben aufgrund der UN-Sicherheitsratsblockade. Also macht es sehr viel Sinn, was in Europa stattfindet. Aber es wäre halt schöner, wenn die verschiedenen europäischen Staaten zusammenarbeiten. Die haben sich, wenn man sich sozusagen die europäischen Resolutionen auf europäischer Ebene alles anschaut, die haben sich schon auch zugesagt, dass das ein oberstes Ziel sein muss, diese Völkerstraftaten zu verfolgen. Viele europäische Staaten haben sich Sonderermittlungseinheiten bei der Polizei und auch Sonderabteilungen bei den Staatsanwaltschaften eingerichtet. Die Benelux-Staaten, Niederlande und auch Skandinavien war da federführend. Deutschland hat irgendwann mal nachgezogen. Und klar, jetzt ist sozusagen eine Sogwirkung da. Jetzt müssten es eigentlich alle Europäer, also inklusive
des Landes, in dem wir hier gerade sitzen, müssten das einführen. Wenn nicht vorher, dann jedenfalls jetzt wegen Syrien, weil es schon klar ist, dass man es mit einer Art von Kriminalität zu tun hat, für die normale Ermittler, von normaler, auch von anderer, von Großkriminalität nicht ausgerüstet sind. Ich sage nicht, dass das sozusagen dann sofort den Effekt hat, einen positiven Effekt hat, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass die Ermittlungen dann effizienter und auch erfolgsversprechend verlaufen. Aber Frau Wittek, in Österreich, glaube ich, gibt es diese Strukturen noch nicht oder ansatzweise? Nein, leider gibt es noch keine spezialisierte Staatsanwaltschaft, aber wir hoffen, dass eine errichtet wird. Ich wollte noch etwas zur Veranschaulichung unserer Arbeit oder beziehungsweise, nein, nicht unserer Arbeit, sondern der Verbrechen in Syrien zum Ausdruck bringen. Und zwar hatte Hanada El-Refai gesagt, dass sie dort wie Tiere behandelt werden, die Menschen in den Gefängnissen. Ich glaube nicht, dass Tiere auf 3x4 Quadratmetern zu 100 Tiere auf 3x4 Quadratmeter Zellen über Monate hinweg gehalten werden. Da schreit jeder Mensch in Europa auf. Das passiert in den Menschen in Syrien. Und über 3 Tage hinweg werden die Wirbelsäulen gebogen in die entgegengesetzte Richtung. Das passiert mit Tieren auch nicht. Danke. Hanada und Anwar, Sie sprechen hier sehr öffentlich. Sie über Ihre Erfahrungen und Anwar spricht sehr öffentlich über seine juristischen Bemühungen. Haben Sie Angst, denn Sie gelten ja, Sie sind sehr, sehr sichtbar als syrische Gegner des syrischen Regimes. Haben Sie auch Angst hier in Europa? Die Angst ist ein Teil des Lebens eines Syrers. Es ist ein Teil seiner Persönlichkeit, auf der sein Leben basiert, von klein auf. Die Angst ist etwas, worauf sich das System immer verlassen hat. Und immer darauf verlassen hat, dass diese Angst weiterhin besteht. Dass diese Angst innerhalb des syrischen Volkes weiterhin besteht. Der größte Sieg war der Bruch dieser Angst, die uns davon abgehalten hat, das Leben zu leben. So, wir empfinden jetzt auch diese Sorge, so wie jeder andere Mensch, wenn er sich Sorgen um irgendetwas macht. Für mich ist diese Angst, die mich vom Leben abgehalten hat, in der Form nicht mehr da. Weil wenn diese Angst weiterhin besteht, bedeutet das, dass die Verbrecher gewonnen haben. Und das, was wir jetzt machen, das, was wir jetzt beginnen, ich denke, dass das ein Teil ist, ein Teil der Arbeit ist, um deren Macht zu brechen. Dass das Helden sind, dass diejenigen, die gestorben sind, diejenigen, die diese Grenze gebrochen haben, dass das die Helden sind. Die Zeugen dieser Folter, dass die etwas Großartiges gemacht haben, weil sie diese Grenze zwischen der Angst und dem Leben gebrochen haben. Und dennoch haben wir die Hoffnung, dass dieses System keinen Grund hat, um den syrischen Bürger zu töten. Er hat ihn getötet, ganz ohne Grund. Und das, selbst wenn wir nichts tun werden, dass sie weiterhin töten werden. Und deswegen wäre es besser, dass wir uns bewegen, trotz all dem, was bereits passiert ist. Trotz dieser Sorge um unsere Eltern. Aber ich denke, dass es diese Syrer, dass sie immer diese Angst gehabt haben, dass es an ihnen ist, diese Angst zu brechen. Für mich, ich bin eine Frau. Dieser Moment, in dem wir beschlossen haben, an diesen Protesten und an dieser Revolution teilzunehmen, dass wir uns eingesetzt haben für Werte, dafür, dass diese Demütigung endet. Was die Folgen daraus sind, wir haben keine Angst davor.
Wir versuchen etwas zu erreichen, wir versuchen Gerechtigkeit zu verwirklichen, wir versuchen jene zu verteidigen, jene für jene zu sprechen, die verstorben sind, für jene, die zu Tode gefoltert wurden und für jene, die dort gefallen sind. Danke für diese Einblicke. Sie haben vorher, Herr Kalleck, gesprochen von dem War on Terror und von den USA und Großbritannien oder Vertreter von diesen Ländern, die auch im Rahmen von ähnlichen Strafanzeigen verfolgt werden. Kann man das vergleichen? Weil der Bogen wirkt schon sehr weit für mich. Ja, und dann empfehle ich mal einen Blick in die Schilderung von Terrorismusverdächtigen, die sich in den Händen von US-Geheimdienstlern und von britischen Behörden befunden haben. Also Folter ist Folter und Folter sollte nie erlaubt sein. Und das ist eine Botschaft, die muss natürlich dem Assad-Regime, zu dessen DNA Folter auch schon vor 2011 gehörte, vermittelt werden. Aber diese Botschaft muss leider immer wieder auch den westlichen Nationen, die meinen, für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu stehen, aber den täglichen Einsatz und die tägliche Umsetzung dieser Prinzipien allzu oft vermissen lassen, auch immer wieder nahegebracht werden. Und das beste Beispiel ist, schauen Sie sich an, wen der Präsident Trump gerade zu seiner CIA-Direktorin gemacht. Eine Frau namens Gina Haspel. Ich erspare mir jetzt diese blutigen und dreckigen Details, aber es ist bekannt, es ist von US-Behörden ermittelt worden, was diese Frau an maßgeblicher Position in einem Geheimgefängnis der CIA in Thailand angefangen angerichtet hat. Die sind genauso wie Tiere behandelt worden, die sind genauso entmenschlicht worden, wie die Menschen, von denen unsere syrischen Kollegen gerade besprochen haben. Und darauf muss man es runterbrechen. Und man muss aufhören, gute Motive hinter den westlichen Folterern oder den Folterern, die angeblich die Terrorismusbekämpfung betreiben, zu vermuten. Weil diese guten Motive haben alle diese Regime. Alle nehmen für sich in Anspruch, irgendetwas Gutes damit zu bewirken. Nein, und das ist halt auch der Unterschied zu anderen Verbrechen. Es gibt ein absolutes Verbot von Folter und aus gutem Grunde. Und Herr Wenzel hat es ja gerade noch mal in aller Kürze und Deutlichkeit dargestellt. Das vergiftet nicht nur, es zerstört nicht nur einen Menschen, es zerstört das Familiäre, es zerstört das ganze gesellschaftliche Umfeld, es zerstört Gesellschaften. Und das ist eine Einsicht, die müssen wir immer wieder neu vermitteln. Und das ist schwierig. Und damit will ich nicht, ich will ja gar nicht die Regime vergleichen, aber wenn man es runterbricht auf die Folter, ja. Und da denke ich schon, dass da auch das Gedächtnis unserer Gesellschaften etwas länger reichen sollte. Also ich meine, wie die aktuellen US und auch die britische Regierung umgehen, ist nämlich fatal und ist auch fatal für unsere Art von juristischer Menschenrechtsarbeit. Nämlich deren Lösung ist, sich aus bestimmten menschenrechtlichen Verpflichtungen zu lösen. Ja, also die Theresa May spricht davon, aus der Europäischen Konvention für Menschenrechte auszutreten, weil sie Angst hat, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt zu werden. Das heißt, wir müssen auch diese Institutionen, die immer auch ambivalent sind, nicht alles, was die machen, ist toll, aber wir müssen sie verteidigen, wir müssen diese Rechtswege verteidigen, weil im Moment eben nicht nur die Orbans, die Erdogans und Putins daran rütteln, an diesen Festen von Rechtswegen, von Zugang zu Recht, sondern auch die Mays und die anderen. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Und ich meine, die Menschenrechte an sich, Sie meinen, dass das nochmal darauf betont werden muss, dass es die gibt und dass es wichtig ist, dass es die gibt, oder was? Das meinten Sie jetzt, dass die, nein, weil die also Menschenrechte meine, waren eine Errungenschaft. Die Einhaltung der Menschenrechte kostet halt manchmal was. Und das muss man heute einigen Menschen hier
in Europa auch vermitteln. Also entweder ich nehme es ernst und das heißt, dass auch ich nehme es ernst, selbst wenn sich die Vorwürfe gegen mich richten, oder ich lasse es sein. Aber dieser instrumentelle Einsatz von Menschen, diese Instrumentalisierung von Menschenrechten muss aufhören. Und das betrifft im kleinen wie im großen Maße. Es betrifft hier die österreichische Regierung, das betrifft am Gegenstück weiter im Norden. Also wie offen dort zum Rechtsbruch aufgerufen wird im Umgang mit Geflüchteten und mit Migranten. Es ist verheerend für rechtsstaatliche Verhältnisse, und zwar nicht nur in unseren Ländern, sondern weltweit. Weil dann haben wir keine Argumente mehr gegen die Putis, gegen die Dutertes aus den Philippinen oder die Modis aus Indien. Und deswegen ist es so wichtig, auch wenn es für linke Kräfte manchmal schwierig ist, für progressive Kräfte, weil das Recht natürlich ambivalent ist. Und Teil ist es ja auch Teil des Problems in manchen Rechtsverhältnissen. Trotzdem müssen wir darauf beharren, dass genau das uns sozusagen vor diesen Zivilisationsbrüchen unterscheidet und dass wir sozusagen darauf aufbauend für immer mehr Rechtsstaatlichkeit, für immer mehr Demokratie und für immer mehr soziale Gerechtigkeit eintreten müssen. Ich finde, dass das schon fast ein gutes Schlusswort ist. Aber ich wollte noch mal ganz kurz auf die Initiative an sich eingehen. Können Sie noch mal ganz kurz vielleicht die Eckpunkte sagen, wie viele Zeugen momentan in Österreich sind und ob weitere Zeugen erwünscht sind oder wo sich die auch hinwenden könnten? Also wenn in Österreich sich Menschen angesprochen fühlen, die Ähnliches zu berichten hätten. Also die Menschen können sich natürlich sofort an die Staatsanwaltschaft wenden. Sie können uns als Kontaktpersonen auch kontaktieren. Also Seri meinen Sie jetzt? Seri oder Professor Wenzel, Universität Wien, oder vielleicht an die syrischen Anwälte auch direkt sich wenden, weil es ja oft auch die Sprachbarrieren gibt. Wir sind angewiesen zum großen Teil auf Dolmetscherunterstützung, und ich möchte dabei nochmal herausstreichen, wie mutig diese Menschen sind, dass sie doch auch der weiteren Gefahr ausgesetzt sind, durch ihre Zeugenaussagen vom syrischen Regime verfolgt zu werden, nachhaltig. Wir haben jetzt in Österreich 16 Einschreiterinnen, wir haben 24 Tatverdächtige. Ich möchte nur noch eine Sache präzisieren: die Durchsetzung der Menschenrechte mit dem Völkerstrafrecht ist parteipolitisch unabhängig. Das ist für uns alle von elementarer Bedeutung. Danke. Könnte ich was sagen? Ja, gerne. Ich würde gerne noch auf Ihre letzte Frage eingehen, dass wir vom Ludwig-Boltzmann-Institut in Kooperation mit Seri auch daran denken und schon in gewissen Planungen sind, vorhandene Quellen, vorhandene Dokumentationen über Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Syrien und in Irak zu nutzen. Es gibt, auch Außenministerin Kneißl hat kürzlich mir gegenüber darauf hingewiesen, etwa in Jordanien Stellen, NGOs, Universitäten, ich weiß etwa auch von einer Universität im Irak, dass es hier bereits Dokumentationen gibt, die genutzt werden könnten, diese Informationen, dass sie verarbeitet werden und dass man in Europa schaut mit Unterstützung der Innenministerien, der Unterstützung der Justizministerien, an auch Daten heranzukommen von möglichen Zeuginnen, Zeugen, Opfern, aber auch eventuell Tätern, die im Zuge des Flüchtlingsdramas nach Europa gekommen sind. Wir wissen, dass ja auch, wir haben es ja schon gehört, dass auch Täter des IS wieder den Weg nach Europa gefunden haben, oft als versteckte Flüchtlinge. Und hier besteht doch eine gewisse Chance unter Nutzung dieser Quellen,
auch weitere Verfahren in Europa, in verschiedenen Staaten, vielleicht auch in Kooperation der Staaten Europol, Interpol, an Daten heranzukommen und weitere Strafverfahren initiieren zu können. Bitte um Verständnis, ja, ich bin mit Behörden, mit bestimmten Personen im Gespräch, aber es ist noch zu früh, hier in die Öffentlichkeit zu treten. Es gibt auch von der UN eben Mittel zur Beweissicherung, also Instrumente. Es ist wichtig eben, dass jeder Zeuge der Verbrechen seine Erlebnisse darstellt. Es gibt von der UN zwei Mechanismen, es gibt vom UN-Menschenrechtskommissariat, Hochkommissariat für Menschenrechte, ein Mechanismus. Also es gibt diverse Anlaufstellen und wir werden uns darum bemühen, die Zeugen zu informieren. Und ECCR macht das sicherlich auch, beziehungsweise eben die syrischen Partneranwälte. Vielen Dank. Vielleicht Professor Wenzel noch. Ein Satz als Ergänzung. Weil das so wichtig gesehen ist, gibt es gemeinsamen Standard der Vereinten Nationen und der World Medical Association, dass man medizinische Beweise rechtzeitig, früh und gründlich so gut dokumentiert, dass sie für die Gerichtsverfahren und diese ganzen Anzeigen auch verwendet werden können. Weil die normalen medizinischen Befunde sind dafür nicht so geeignet. Ja. Also bitte weisen Sie Ihre Ärzte aufs Istanbul-Protokoll hin, so heißt das. Ja. Es wird auch inzwischen vom Gesundheitsministerium gefordert, ausdrücklich, aber zu wenig umgesetzt, weil die zum Beispiel vielen syrischen Betroffenen, wenn wir die richtig und schnell dokumentieren und alle mitarbeiten, dann haben wir einen ganzen Sack voller Beweise, die dann nicht so leicht zu widerlegen sind und wo man auch nicht sagen kann, das sind nur Erzählungen, sondern es sind konkrete Sachbeweise, wie das im österreichischen Recht heißt. Und das sollten wir auch ernst nehmen. Vielen Dank nochmal. Ich möchte zu einem Ende kommen. Es hat jetzt vielleicht den falschen Eindruck erweckt, als dass wir jetzt noch eine Fragerunde machen, aber wir möchten Sie herzlich einladen, einen Stock tiefer noch mitzukommen. Da gibt es Wein und Käse. Und da ist auch herzlich zum Gedankenaustausch eingeladen. Ich möchte zurückkommen auf das Bild, das Herr Petritsch im Eingang gezeichnet hat, nämlich den Schrebergarten Österreich. Ich wünsche Ihnen allen alles Gute für diese Initiative und vielleicht können wir beweisen, dass Österreich kein Schrebergarten ist, sondern dass wir da wirklich aktiv teilnehmen können. Vielen Dank für Ihre Interesse.